So, hallo, servus und grüß euch. Die ersten Schritte mit dem Neuen. Ich muss zugeben, für diejenigen, die jetzt die erste Folge nicht geschaut haben, ich spiele ja tatsächlich Dark Souls jetzt am PC. Ich komme aus der PlayStation-Welt, was Dark Souls oder die Souls-Reihe betrifft. Ich muss zugeben, es sieht schon um einiges hübscher aus. Also das muss man ganz ehrlich zugestehen. Ja, warum spiele ich das jetzt so kurz vor dem Erscheinen von Dark Souls 3? Ganz einfach, ich möchte Dark Souls 3 am PC spielen höchstwahrscheinlich. Und habe es jetzt einfach mal, obwohl ich es ja die alte Edition schon gespielt habe, mir jetzt mal die Schooler of the First Sin organisiert über Steam. Einfach damit ich mich an den an den Xbox-Controller gewöhne. Das Handling ist für mich ungewöhnlich. Oder ungewohnt. Auch irgendwie, wie er in der Hand liegt. Ich muss mich erst daran gewöhnen. Schauen wir mal, wie es wird. Na gut. Ich würde sagen, wir sind ja als Bettler gestartet. Oder als Bettlerin in dem Fall. Schauen wir mal, dass wir ein paar Seelen zusammenbekommen. Machen wir mal die Tutorial-Levels. Ist so geil, ich habe ja mit Dark Souls 2 begonnen, das war mein erstes Souls-Spiel. Und ich wusste ja, hinter diesen Nebelwänden sind meistens irgendwie Bosse und so weiter. Und wie ich gestartet habe, dachte ich, oh, what the fuck, da gibt es ja gleich eine Menge Bosse und das schaffe ich ja nie. Und bin einfach gleich gerade durchgelaufen, Richtung Majula. Ich hatte ja keine Ahnung, dass dahinter sich eigentlich jetzt mal ja nur Tutorial-Level verstecken. Und aus dem Grund schauen wir mal, ob wir irgendwie nackt und unbewaffnet irgendeine Chance haben. Wow, den hätten wir jetzt schon mal down bekommen. Ha! In your face! Und Uppercut! Ja, mit Waffe, Schwert und Rüstung würde ich mich wohl erfüllen. Beziehungsweise, Moment einmal. Hoppla. Ich muss ja nicht ganz nackepatzig rumlaufen. Kapuze? Nein, dann sieht man unsere schöne Frisur nicht. Ja, wirkt schon um einiges hübscher. So, to be honest, ich habe keine Ahnung, ob das einen Unterschied macht, wenn man da die ganzen Fackeln anzündet. Ich mache es halt einfach gerne. Mir wäre das nicht aufgefallen oder vielleicht habe ich auch eine Fackel übersehen. Ob das was bringt? Es sind ja doch einige Fackeln Fackelstellen da, also Feuerstellen. Keine Ahnung, ob man dann irgendwas bekommt oder nicht. Versuchen wir es einfach mal. Na, wusste ich doch, dass du da hinten bist. Ja, okay. Wie gesagt, ist ein Tutorial-Abschnitt eigentlich. Level kann man ja nicht wirklich sagen. Der da unten ist interessant. Den heben wir uns für später auf. Ich schätze nicht, dass wir können mit der... Oh, ich will nicht wissen, wo die Faust jetzt hingegangen ist. Aber wir können tatsächlich backsteppen, nur mit der Faust. Auch nicht schlecht. So, schauen wir mal weiter. 3 Minuten, irgendwas geht die Fackel noch. Vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich, wenn wir die Fackeln aufbrauchen. Haben wir eine Waffe? Ein Dolch, wir haben unsere erste Waffe. Okay, dann fühle ich mich schon etwas wohler. So, ich stelle mich mal. Ja, die beiden Tasten verwechsel ich nach wie vor. Na gut. Hallo, grüß Gott. Ah, Bogenschütze, Bogenschütze, Bogenschütze. Und er trifft mich. Jetzt nicht mehr. Oh. Ah, du Schande. Versteckt sich einer im Dunkeln. Okay. Geht schon etwas leichter von der Hand mit Dolch. So, da haben wir glaube ich alles. Da gibt es nichts mehr. Schild bekommen wir, das weiß ich schon, wo wir unseren Schild organisieren können. Schauen wir einfach, dass wir da noch durchlaufen. Oh, 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 oh. Puh.
Er hat jetzt schon ein Schwert. Das ist schon ein bisschen interessanter. Wow. So, einer weniger. Ich werde mal, soll ich die Fackel ausmachen? Ich mache mal die Fackel aus. Die läuft ja nicht mehr so lange. So, ist da noch einer, der uns in den Rücken fällt? Nipp. Ah. Und wie er mich noch, hat er mich jetzt noch getroffen? Ich weiß es nicht so genau. So, was haben wir da? Ein Lebensstein. Ich würde aber gern, ich hole nochmal Feuer. Wie gesagt, ich weiß es nicht, ob das was bringt. Aber ich denke mal, so können wir markieren, dass wir schon da waren. Und denen einmal gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Beziehungsweise wie man den Dolch schwingt. Jetzt kann ich noch blöd reden, wir sind ja noch im Tutorial. Richtig losgehen tut es ja dann, wenn wir in Majula sind und von dort aus gehend dann die Welt erkunden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich ein Let's Play daraus machen will. Also ein ganzes. Weiß ich wirklich nicht. Ich finde den so cool. Ich glaube Snuggles oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schreibt mir das in die Kommentare, wie der heißt. Der will was Glattes, Seidiges haben. Wir geben ihm aber trotzdem mal das versteinerte Etwas. Und zwar ist er total happy. Und gibt euch im Austausch dafür meistens... Ja, ja. Okay, jetzt können wir das wieder einsammeln. Was hat er uns gegeben? Einen weißen Ring. Interessant. Weißer Ring. Das werde ich mir nie merken. Weißer Ring verleiht das Aussehen eines Phantoms. Ja, so seht ihr aus, wenn euch wer anderer zu Hilfe holt. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. Titanit wäre mir lieber gewesen. Dann geben wir mal den glatten, seidigen Stein. Smooth. Ich finde das total süß. So, was haben wir jetzt gekriegt? Lebensstein. Naja, gut. Ja, wir haben nichts mehr. Ja, sorry. Ist vorbei. Gut, Lebensstein. Werden wir uns gleich auf die Quick Access Bar stellen. Den benötigen wir zum Aufheilen. Moment. Damit ich den Sprung nicht nochmal machen muss. Feuer. Wir brauchen Feuer. 1 Minute 22, dann haben wir eh keine Fackel mehr. So, wo war das jetzt? Da war das. Immer schön ein Stückchen weiter. Zup. Okay. So, oder vielleicht muss man die alle anzünden mit nur einer Fackel. Das sind ja, glaube ich, noch einige dieser Stellen. Seele eines namenlosen Soldaten. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, wenn ich da runterfall. Ich muss ja aufpassen, mein Charakter auf der mein Privatgame ist ja hochgelevelt wie Sau. Also das waren ja mehrere hundert Stunden Dark Souls 2, die ich da gespielt habe. Und unter anderem besitzt der die Katzenfallstiefeln. Die schauen nicht nur verdammt cool aus, sondern die ja, sorgen dafür, dass ich aus sehr hoher Höhe springen kann. Apropos springen. Ups. In your face und zack, weg und tschüss. Wow, da kommt der nächste, da kommt der nächste, da kommt der nächste. Man kann die ja zum Glück im Angriff staggern. Linke Waffe zweihändig führen, wir führen da gar nichts zweihändig. Wir werden das einhändig erledigen. So, immer guter Tipp, die Ecken checken. Ja, jetzt rede ich blöd und dann werde ich wahrscheinlich aber sowas von überrascht und überfallen werden. ja. Die Phantome, das sind übrigens Spieler, die jetzt gerade zu dem Moment ebenfalls in dem Level sind. Ich erschrecke jedes Mal wieder. Wow. Bloß nicht runterfallen, da unten wartet der sichere Tod auf uns. Gelbes Kraut hätten wir. So. Jetzt habe ich vergessen, das da unten anzuzünden. Egal.
klettern wir mal da rauf. Mal schauen, was sich da so tut. Parieren, Angriff, Abwehren, ja okay, das kennt man ja, wenn man es gespielt hat. Wie gesagt, also das ist jetzt einmal so Tutorial-Einsteiger-Level. Shit, 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 shit. Oh, so. Kondition, Kondition. Puh! War knapp. Ohne Schild ist es nicht so leicht. Okay, an die Tür kann ich mich nicht erinnern. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ist da wer? Nope, da ist niemand. Geborstener roter Augapfel. Den braucht man, um andere fremde Welten zu invaden. Also ihr könnt ja auch Mitspieler überfallen, wenn die in menschlicher Form sind. Genauso wie es uns passieren könnte. Wir sind ja jetzt im Moment in menschlicher Form unterwegs. Okay, da drüben steht was. Oder wer? Na gut, hätten wir das auch durch. Leider die Fackeln nicht mitgenommen. Verdammt. Die Kröten hasse ich. Die können uns instant versteinern mit ihrem Blick. Keine Ahnung, ich komme da auch nicht runter. Hätten wir einen Bogen, könnten wir die von da oben wegsnipern. Kann ich mich gar nicht mehr erinnern daran. Plumps. Was ist mit dem? Okay, der ist schon versteinert. Also der hat es schon überstanden quasi. Da kommen wir auch nicht rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt gegangen ist. Egal. Weiter geht's. Ja, meine Nase kribbelt. Gut. Wir müssen da lang. Und jetzt kommt einer der imposantesten Momente in dem Spiel. Jo, vor uns liegt Majula. Da werden wir sehr viel Zeit verbringen oder je nachdem, wie viel Folgen ich aufnehme. So, warte mal. Da müsste da drüben müsste was liegen. Ja. Göttlicher Segen. Jetzt kurz aufpassen. Bloß keine Fehler machen. Ich möchte zumindest in Majula ankommen, ohne einmal zu sterben. Wäre ja schon super. Morgenstern, heilige Klerikerglocke. Für den Morgenstern sind wir garantiert noch zu schwach. Als Bettler fängt man ja mit Level 1 oder 0 an. Und das ist halt der Unterschied zwischen den einzelnen Klassen. Ich glaube, der Ritter fängt schon mit Level 10 an, hat auch dementsprechend schon einige Werte geskillt. Können wir uns ja mal ansehen. Wir haben... Wie komme ich da jetzt hin? Über das da? Ja, wir sind Stufe 1. Vitalität 6 Punkte, also alles auf 6 Punkte. Ich möchte relativ schnell eines der besten Schwerter fürs normale Game, also New Game Plus ist es zu schwach, aber das normale Game können wir mit dem Schwert durchstehen. Und dafür benötigen wir aber schon einmal Geschicklichkeit 10 Punkte. Wir sollten aber auf dem Weg dorthin auch nicht Vitalität und Konstitution und Stärke ignorieren. Zu dem Schwert, das wir gefunden haben, Morgenstern, für den Morgenstern benötigen wir... Wie komme ich denn da jetzt in die Info? Nein, der Stelle. Sorry. Ja, ich muss mich selber erst wieder dran gewöhnen. Wir brauchen Stärke 15 und Hand ist, glaube ich, Geschicklichkeit 7. Also, wir können ihn zwar ausrüsten, hätten dann 110 Schaden, den wir austeilen,
aber nicht wirklich, weil wir können ihn nicht effektiv nutzen. Also wir haben, ihr seht es, 110 minus 65 und da hätten wir 57 plus 29. Schöner Bonus. Also geben wir das weg, bleiben wir bei unserem Dolch und machen mal das, was am wichtigsten ist. Erst einmal Bonfire anzünden oder entzünden. Und, oh Mann, beim ersten Mal spielen, ich habe die ewig lang nicht gefunden, weil die da relativ gut getarnt ist vor dem Baum. Das wird die nächste Zeit unsere beste Freundin werden. Are you the next mother? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse? I will remain by your side, till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Ist das Flakon? Der wird wichtig. Damit können wir uns heilen. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrin. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here so that hope will not fade away. Bearer of the curse, seek souls. Seek the king, lest this land swallow you whole. So, gut, also wenn sie uns alles erzählt hat, was sie uns zu erzählen hat, unter anderem, dass wir die vier großen, mächtigen Seelen besiegen müssen, bevor wir überhaupt die Chance haben, King Vendrick zu finden. Ab jetzt können wir bei ihr aufsteigen, bei der Smaragdbotin. Aufsteigen im Sinn vom klassischen Rollenspiel-Leveln. Wir sehen da oben, wir sind Stufe 1, wir haben 410 Seelen und würden aber schon 500 Seelen zum Aufsteigen benötigen. Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht aufsteigen. Ich möchte aber auf alle Fälle, Vitalität lasse ich jetzt mal so. Konstitution, das wäre wahrscheinlich das Erste. Das ist der grüne Ausdauerbalken. Okay, können wir leider nicht. Dann plaudern wir mal gleich mit dem Nächsten, der sich da so versteckt, mehr oder weniger. Ich mag den total gern, weil der ist schon wirklich so richtig Dark Souls-mäßig frustriert. Übrigens die Tafel, für diejenigen, die es nicht kennen, falls es überhaupt noch Leute gibt, die das nicht kennen, die ist sehr nice. Das ist der Dark Souls 2 Death Counter. Wie viel Stellen? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 124.056.031 Tode weltweit im Moment. Also Dark Souls, das Spiel, in dem mehr gestorben als gespielt wird. You're undead, aren't you? You have that distinct scent, the smell of irreversible fate. This is Majula. It is a kind of settlement, a place where life is almost normal. And in Drangleic these days, there are very few places like that. Ja, wir werden dann recht schnell merken, der hat wirklich schon resigniert. I am Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Do you know much about souls? Even I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth, that's the real curse. We, undead, will never die.
And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. And wherever you go from here, you will sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like, do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Jo, also ich würde sagen, dem Eid treten wir mal bei. Der hat mir eigentlich noch nie wirklich geholfen, aber es ist halt cool, weil wir bekommen einen coolen blauen Ring. That is a wise decision. People are weak, but the Blue Sentinels watch over us in their benevolence. Let the Sentinels cradle you in their embrace. So. Do you feel lonely here? It suits me just fine, as I've nothing back anyway. It will grow on you, this place. Give it some time. Okay, ja, da kam ja noch was. Man muss den halt einfach ausreden, immer wieder die Gespräche durchklickern bis zum Schluss. Den Eid müssen wir nicht mehr leisten, den haben wir schon geleistet, aber wir können eine neue Geste lernen, die Willkommensgeste. So, ich glaube, jetzt sagt uns nichts Neues mehr. Too far inside, or you might not come back. Hades Tower of Flame lies in the cathedral. But the road leading there, the gate is rigged with some, but how it works. Have you seen that pit? I don't. Besides, the flame you see there, they exist. If you are the flame. So, na gut. She kept the flame lit, and I wonder where the firekeepers were. Did you notice any letters on the ground? These are poignant. If you're... Ich klickere das jetzt einfach nur mal durch. Der erzählt uns jetzt quasi die vier Himmelsrichtungen, wo wir hin müssen. Gibt uns auch die Info, was diese komischen Buchstaben am Boden sein sollen, aber das werden wir eben... im Zuge der nächsten Folgen erleben. Und ich muss zugeben, also da merkt man dann schon, PC-Grafik ist doch um einiges mächtiger und schöner. 23 Minuten Aufnahmezeit. Wir haben eigentlich zumindest das Wichtigste in Majula fast schon erledigt. Fast schon, weil Lenigrast, wenn ich mich recht erinnere. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Der gibt uns quasi den ersten Auftrag. Er will seinen Schlüssel haben, damit er da in die Schmiede reinkommt. Der Typ ist wahrscheinlich das größte Rätsel in Dark Souls, weil warum geht er nicht einfach durchs Fenster? Das ist offen. Das ist offen und sogar noch breiter. Also es gibt doch keine Ausrede, dass er sich nicht durchzwängen kann. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tool. Bring me that key. Chop chop. Chop chop. Ja, ja. Meister. Steigt durchs Fenster ein. Wird uns beiden viel Stress ersparen, gerade jetzt. Und vor allem mir. Ich bin ja eine Bettlerin. Ich habe ja nichts. Und ich befürchte fast, das war eine schlechte Entscheidung von mir. Ich werde so eine aufs Maul bekommen von diesem Spiel. Das ist ja gnadenlos. Sammel da jetzt nochmal die Dinge ein. Lebensstein. Guter Tipp für all jene, die anfangen, wenn ihr da dem Pfad folgt, nur so als kleiner Tipp, gibt es nicht nur was zum Looten,
sondern auch da einen Schrein. Ihr könnt euch da hinknien und einen Eid leisten. Macht das nicht, außer ihr seid wirklich masochistisch. Dieser Eid, ich glaube, das ist der Eid der Kämpfer oder der Vorkämpfer, bringt euch automatisch ins New Game Plus 1. Wie kann man das verstehen, das Konzept von New Game und Current Game, weil man hört ja das immer wieder. New Game Plus 1 bedeutet nächste Schwierigkeitsstufe. Also, wenn ihr das Spiel einmal durch habt, ist dann Flakonscherbe, die werden wir uns gleich behalten. Wenn ihr das Spiel einmal durchgespielt habt, und es ist tatsächlich relativ leicht im New Game, also wir sind jetzt im New Game, wenn ihr es durchgespielt habt, könnt ihr von vorne beginnen. Der Kreislauf ist ein ewiger in Dark Souls. New Game Plus, Gegner stecken mehr ein, es werden mehr Gegner, ist prinzipiell schwieriger. Und das könnt ihr erreichen, indem ihr gleich am Anfang diesem Eid beitretet. Hallo da. Welcome to my shop. I'm Merlin, and I sell armor. Oh, sorry, please do have a look at my wares. I could really use the business. So, da können wir jetzt Gegenstände kaufen, wenn wir wollen. Machen wir jetzt aber noch nicht. Wobei, ein Schild könnte man wirklich gut gebrauchen, aber wir haben einfach zu wenig Seelen. Well, I do hope I see you again. Ja, wie ich mit Dark Souls 2 begonnen habe, habe ich natürlich gleich diesen Eid geleistet, Eid der Vorkämpfer, und ich habe gelitten wie Sau, und ich meine, das gibt's ja nicht, das ist ja unmenschlich, das kann ja keiner schaffen. Einfach auch deswegen, man braucht auch ein gewisses Feeling für die Mechanik von Dark Souls. und habe dann selber gegoogelt und mir gedacht, das schaue ich mir jetzt an bei anderen, und dort kam dann die Erklärung mit, naja, macht das nicht, New Game Plus 1. So, in der Folge 27 Minuten Aufnahmezeit. Einfach damit wir die Basic Setups erledigt haben, bevor wir uns dann tatsächlich in die Action stürzen, zeige ich euch noch schnell, wo man gratis ein kleines Schild herbekommt. Wir müssen später dann, jetzt sind wir definitiv noch zu schwach. Ich meine, ich möchte es auch gar nicht probieren. Den Weg entlang gehen, aber. Jetzt reicht es, dass wir tatsächlich nur bis daher gehen, diese Kiste öffnen und ein Karmesin-Power bekommen. Yippie! Das bedeutet, wir können in Zukunft auch halbwegs mit Bogenschützen umgehen. So, wieder retour. Am Lagerfeuer rasten, und ich würde sagen, das war's mal. Dann hätten wir alle Vorbereitungen getroffen, alle wichtigen Gespräche, ja, fast. Das ziehen wir jetzt auch noch durch. Mein Lieblingscharakter haben wir noch gar nicht besucht. Charlequois, oder ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Aber sie wird uns ihren Namen jetzt gleich sagen. Ich finde die voll cool. Wo ist die daheim? Die ist, Moment mal kurz, orientieren. Ja, da die Grube, da werden wir auch rein müssen. Davor fürchte ich mich jetzt schon. Können wir jetzt aber noch nicht. Wir sind einfach, wir brauchen da einige Utensilien dazu. Aber, jemand zu Hause? Wo ist sie denn schon wieder? Die ist jedes Mal woanders. Da ist sie. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Suit yourself. Oh yes, you may call me Charlequois. Charlequois. Enchanté. So, what did you want anyway? Ooh, you smell wonderful. Ich finde die super, die hat so eine gewisse Überheblichkeit, aber total sympathisch irgendwie. Sehr geil synchronisiert auch. Ja, bei der können wir Gegenstände kaufen oder Eide, die uns nicht gefallen, widerrufen. Und das ist aber relativ teuer bei ihr. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren, ich möchte in diesem blauen Eid bleiben. Genau, der blaue Pfad. This place is already dead.
Everything will crumble and waste away so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Das hält sogar eine Katze bei Laune. Na gut. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake, no one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yourself. You have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Ja, es liegt am neuen Haarshampoo wahrscheinlich. So, ich möchte mal schauen, ob uns die wirklich noch neue Dinge erzählt. Ja, ja, habe ich schon. Covenants are a type of... You give something to gain something. It might be just the thing you need. Okay, die erklärt uns jetzt auch noch einmal, was die Covenants sind. Well, that's dismay. Gut, ich würde sagen, wir sind bereit. Noch haben wir ja Dark Souls nicht wirklich betreten. In der nächsten Folge ist es dann soweit. Na, da rastet gerade wer am Lagerfeuer. Nein, Moment, das müssen wir noch machen. Die Scherbe, die wir bei diesem Brunnen gefunden haben, die ist wichtig. Damit können wir unseren Estus-Flakon aufwerten. Derzeit... Derzeit können wir den Estus-Flakon nur einmal verwenden. Mit jeder Estus-Flakon-Scherbe, die wir finden, steigt die Verwendungsmöglichkeit. Also wir können ihn jetzt schon zweimal verwenden. Wenn wir das Smaragdboot in diese Scherbe geben, genau, Estus-Flakon verstärkt, aufsteigen können wir ja noch nicht, wenn wir mindestens 510 brauchen. Moment, das können wir aber schon. Das mache ich jetzt auch noch und dann sind wir aber durch. Wir können ja das benutzen. Dann können wir zumindest einmal aufsteigen und da beide benutzen. Naja, da können wir sogar zweimal aufsteigen. Wenn wir schon da im Menü sind, rüsten wir unsere... Ihr seht das jetzt, jetzt hat er da die... Das Kontrollkreuz hakelt bei mir leider manchmal. Jetzt haben wir da bei dem Estus-Flakon eine kleine 2 stehen. Das bedeutet, wir können uns zweimal verwenden. Finde ich cool. Unser Dolch hat schon ein Viertel circa oder fast ein Viertel seiner Qualität verloren. Da müssen wir aufpassen, dass uns der nicht kaputt wird. Okay, so, kurz überlegen. Ich glaube, wir haben jetzt... Leveln. Ich depp. So viel dazu. Langzeitgedächtnis mit Goldfisch. Okay, aufsteigen. Konstitution, Geschicklichkeit und... Ihr seht auf der rechten Seite immer die Werte, die ihr durchs Leveln ändern würdet. Trefferpunkte hätten wir dann schon 780, Ausdauer von 92 auf 94. Ich überlege gerade, oder Stärke nochmal. Nehmen wir Stärke auch noch. Geht sich sogar noch ein Level aus. Vitalität. Ja, dann nehme ich lieber Geschicklichkeit. Und zwar... Ich glaube, Geschicklichkeit skaliert auf den Dolch, den wir haben. Das bedeutet, unser Dolch müsste eventuell mehr Schaden ausrichten. Schauen wir mal. 57 plus 30. Also ich weiß jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube, das war vorhin um einiges niedriger. Und das ist schon mal ein guter Startwert. Okay, ich würde sagen, wir sind bereit, um das Abenteuer Dark Souls zu beginnen.
ich verabschiede mich für heute. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wirklich losgehen, tut es erst in Folge 3. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Baba.